Herzlich willkommen zurück, Triple Play. Wir spielen weiter, wo wir aufgehört haben. Natürlich, wo auch sonst. Und klatschen wieder kleine Kinder. Yeah, das macht Spaß. Und wir wollten den Textmarker holen. Und für die, die auch ordentlich hingucken, die haben ihn eben schon gesehen. Der steht nämlich schon hier vorne. Da ist er. Nee, er steht nicht, er liegt. Aber das ist irrelevant. Wir ziehen ihn einfach mal so weg. Einfach so. Das in der Zukunft, da geht das. Da kann man tonnenschwere Sachen einfach mit lustigen kinetischen Funktionen wegziehen. Ja, das ist cool, das hätte ich auch gerne. Da brauche ich beim Einkaufen nicht mehr den Wagen schieben. Nein, ich kann ihn ziehen und mit meiner Kraft auch drücken oder werfen. Aber okay. Das wird wohl niemals passieren. Also muss ich doch schieben. Shit. Gut, ich habe jetzt hier auch noch kleine Rätsel zu machen. Naja, gut. Kann ich Rätsel nennen. Man muss hier die Bodenplatten immer dementsprechend verschieben. Na komm. Komm her. Jetzt. So, damit ich das Teil jetzt drehen kann. Beziehungsweise hier unten auf dieses Feld hochschieben kann, ja. So, jetzt drehe ich das Ding wieder. Zack. Und jetzt kann ich wieder ranziehen und nach links weiterschieben. Ihr seht das, da wo dieses gelb-schwarz geriffelte Ding da ist. Da darf ich nicht drüber schieben. Geht jedenfalls auch nicht drüber zu schieben, weil das Ding ist ja zum Schieben gedacht, heben kann ich es nicht. Deswegen muss ich das hier wie auf den Schienen langziehen. Das muss ich gleich jetzt nochmal machen. Da hinten ist nochmal so eine Platte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich sehe sie schon. Sind da noch Gegner? Nö. Ja, komm, da ist ein Gegner. Gewusst. Wenn ich es nicht gewusst hätte. Die Gegner erscheinen übrigens geskriptet. Für die, die das nicht wissen, was das heißt. Skriptet ist quasi wie geschrieben, man kann es auch getriggert nennen. Also wenn ich ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Aktion mache, wie zum Beispiel hier den Stein schieben, und wenn ich den über ein bestimmtes Gebiet schiebe, löse ich dann mit diesem Trigger aus, wie so ein Schalter, kann man sich das vorstellen, und dann spawnen die Gegner. So funktioniert das. Das hat auch damals, gerade bei Doom war das damals oft im Einsatz. Hat man, weiß nicht, irgendwie in einer Konsole rumgedrückt und wurde getriggert. Jetzt hier zum Beispiel habe ich gesehen, merkt, dass ich auf den Stein runtergeschoben und dadurch habe ich die Gegner ausgelöst. Oh, fuck. Ich einfach mal in die Luft jage. Naja, warum nicht? Das kann man, denke ich, mal so machen. Mein, andere schlagen ihre Kinder. Wir sprengen sie einfach. Gut, das sind ja schon keine Kinder mehr. Das sind ja schon irgendwelche Mutantenbabys. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Alsek, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verlassen können. Immer diese Rumlauferei und immer muss ich das machen. Aber okay, so läuft das im Spiel immer. Das ist halt so. Guck mal hier. Lebensenergie war das durch. Springt er doch da, komm schon. Ich muss die Dings wieder anmachen, die Schwerkraft. Dann geht auch kein Fliegen mehr, schade. Würde so Spaß machen. Oh, da ist eine Kiste. Drücken muss Knöpfchen. So, damit ist die Schwerelosigkeit auch vorbei. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Will ich das überhaupt? Hat mich da einer gefragt, ob ich das will? Ich meine, Isaac sagt ja nicht, ob er das überhaupt möchte. Kann ja sein, dass ihm das Spaß macht, da Aliens zu säbeln. Wir müssen es jetzt tun. Okay. Das ist Bluthusten. Sibirischer Bluthusten. Nee. Doch. Da ist doch gar keiner, du Klops. Er hat doch noch Hallos. Er hat doch Not. Ja, ihr seht, er ist mit seinem Kopf brutal gegens Geländer geklatscht. So, jetzt zeige ich euch ein kleines Geheimnis. Hier ist der Peng-Schatz. Gibt bei den Konsolenfassungen, glaube ich, eine Trophy. Ich weiß, dass ihr alles Trophy-geile Schweine seid. Sorry, PC gibt's nur Geld. Aber damit konnte ich ihn nicht davon kommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Wähler geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment.
Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Diese dumme Schlampe hat uns verarscht die ganze Zeit über. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kein hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Du miese kleine Dreckspitch. Ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac. Beeil dich. Bitte. Naja. Ich liebe dich. Naja, ich liebe mich auch. So eine verkackte neue Life-Bitch. Ich glaub's nicht. Ey, die hat uns die ganze Zeit verarscht. Und ich hab sie von Anfang an nicht gemocht. Nein, Quatsch. Es ist aber eigentlich klar gewesen, weil es ist immer so, na, wie sagt man so schön, man soll seine Freunde zwar an sich ranlassen, aber die Feinde noch näher. Ich kenne das Sprichwort gerade nicht, weil ich mich hier konzentrieren muss. Seht ihr hinten irgendwie Typen an der Wand? Ja, ja. Mensch, ich hab keinen Bock, von deinen Kindern beschossen zu werden. Hast du schon mal was von Verhütung gehört, du Klops? Ich glaube nicht. Das hat's Bumm gemacht. Ich glaube, er ist tot. Was? Gleich noch eine Backpfeife zu mitnehmen. Dunkel. Jetzt geht der Psycho-Scheiß wieder los. Yeah. Bist du das wirklich? Nee, ich sehe nur so aus. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir. Wenn du weiter laberst, tut mir wirklich was leid. Du musst jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Ganz kaputt oder was? Okay. Das müsste ich auch hinkriegen. Yeah, diese Psychospielchen, die sind ganz nett. Ich finde es nicht schlecht, es hat so seinen Flair. Welchen Sinn das hat, werdet ihr ja später sehen. Aber für die, die es wissen, bitte nicht spoilern. So, dann holen wir das Schiffchen wieder zurück. Weil das kann ich hier nicht zulassen. Was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Nee, ich hab gerade erst begonnen. Und dann holen wir sie wieder zurück. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann es. Nee, sie kann mir nicht entkommen. Die Necromorphs waren hart, aber jetzt hat sie mich sauer gemacht, den Triple Player. Und jetzt gibt's aufs Fressbrett. Yeah. Bin ich korrekt. Hi, Homie. Sie ist ziemlich beschäftigt. Sie hat Isaac ewig nicht gesehen und schummelt da an der Konsole rum anstatt an Isaac. Naja, gut. Schade. Hm. Ich jetzt hin? Kann ich noch was drücken? Nee. Ich schreibe mal ab. Jo. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg ins Shuttle und damit ins letzte Kapitel. Wir sind schon fast fertig mit dem Spiel. Tja, dann tut es mir leid, euch sagen zu müssen, dass der Part hier gleich vorbei ist. Aber das ist nicht so schlimm. Mit den nächsten 2-3 Parts müssen wir dann endlich dieses Spiel abschließen. Ich freue mich schon, ihr hoffentlich auch. Ich sag tschüss, wir machen den nächsten Part weiter und sehen, was dann passiert. Bis dann, ciao.